wenn ich mich gar nicht mehr halten kann, dann stürze ich ab. Ja, ich bin abgestürzt. Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin's, Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über die deutsche Vorsilbe ab. Los geht's! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Die deutsche Vorsilbe, wie eigentlich alle deutschen Vorsilben, hat viele unterschiedliche Bedeutungen. Ich werde dir ein paar dieser Bedeutungen nennen. Eine Bedeutung, die erste Bedeutung ist, dass etwas abgetrennt wird. Etwas wird abgetrennt, geht weg oder wird unterbrochen. Ja, also zwei Dinge entfernen sich voneinander. Ich kann zum Beispiel sagen, ich beiße ein Stück vom Apfel ab. Ja, ich habe einen Apfel. Ich beiße ein Stück ab. Ja, da sieht man die Bedeutung. Das Stück entfernt sich sozusagen vom Apfel. Ich kann auch sagen, ich säge ein Ast vom Baum ab. Ja, wir haben abbeißen und absägen. Ich kann auch sagen, abfahren oder wegfahren. Der Zug ist vom Bahnhof abgefahren. Oder der Zug fährt vom Bahnhof ab. Ich kann auch jemanden abholen, ja, wenn der Zug abgefahren ist. Und bevor der Zug abgefahren ist, ist Hans ausgestiegen. Ja, Hans ist angekommen. Hans ist aus dem Zug ausgestiegen. Der Zug fährt ab und ich weiß, dass Hans kommt. Und dann kann ich Hans abholen. Ja, ich hole ihn ab. Ja, ich bringe ihn nach Hause vom Bahnhof weg. Ich kann auch etwas von meinem Konto abbuchen. Ja, wenn etwas von einem Konto abgebucht wird, wenn Geld von einem Konto abgebucht wird, dann heißt das, dass das Geld weg ist. Ja, Geld wird abgebucht, das heißt, das Geld ist vom Konto weg. Ich kann auch, wenn ich schmutzig bin, Dreck von mir entfernen. Ich kann mich zum Beispiel abduschen. Ich kann mich abspülen. Ja? Ich kann etwas abwaschen. Ich kann abstauben. Ja? Ich kann Staub entfernen. Ich kann abkratzen. Ich habe etwas gebraten in der Pfanne und dann ist etwas in der Pfanne zurückgeblieben. Und dann kann ich dies abkratzen. Ja? Aber aufgepasst, abkratzen ist auch ein Ausdruck für sterben. Ja? Es ist ein vulgärer Ausdruck für sterben. Ja? Wenn jemand abkratzt, dann heißt das, dass derjenige gestorben ist. Aber die eigentliche Bedeutung von abkratzen ist etwas abschaben, etwas wegmachen, das festgeklebt ist irgendwo. Ich kann auch meinen Arm abbinden. Ja? Ich kann etwas um meinen Arm wickeln. Ja? Und dann kann ich den Arm abbinden. Bei diesem Wort sieht man auch, dass etwas abgetrennt wird. Wenn ich meinen Arm abbinde, wird auch etwas getrennt. Ja? Mein Arm wird von meinem Blut getrennt. Ja? Das Blut kann nicht mehr ungehindert fließen, wenn ich meinen Arm abbinde. Und das macht man zum Beispiel, wenn man eine Spritze bekommt oder wenn einem Blut abgenommen wird. Die zweite Bedeutung der Vorsilbe ab ist etwas von jemandem bekommen. Ja, ich bekomme etwas von jemandem. Ich kann zum Beispiel von jemandem Essen abbekommen.
Ja? Ein Freund von mir isst etwas und ich möchte auch etwas von seinem Essen. Dann kann es sein, dass er mir etwas abgibt und ich bekomme dann etwas Essen ab. Ja? Ich kann auch die Lösung von jemandem bekommen. Ich kann von jemandem abschreiben. Ja? Das heißt, ich schaue hinüber, was mein Mitschüler geschrieben hat. Ja? Ich schaue, was mein Mitschüler geschrieben hat und dann schreibe ich ab. Ja? Ganz heimlich. Ja? Ich schreibe heimlich ab. Ja? Das kann ich auch machen. Die dritte Bedeutung von ab ist, dass etwas zu Ende kommt. Ja? Etwas ist am Ende. Ich kann mich zum Beispiel abarbeiten, ja, bis zur Erschöpfung. Dann bin ich am Ende. Wenn man das letzte Mal in der Saison segelt, dann sagt man absegeln. Ja? Dann segelt man ab. Das ist das letzte Mal, dass man in der Saison segelt. Und schließlich kann ich auch ein Gerät abschalten. Wenn ich möchte, dass ein Gerät aus ist, dann schalte ich es ab. Die vierte Bedeutung der Vorsilbe ab. Etwas geht nach unten oder verringert sich. Ja? Ich kann zum Beispiel klettern und dann mache ich einen Fehler. Ich greife etwas nicht gut genug und dann kann ich abrutschen. Ja? Ich versuche etwas beim Klettern zu greifen und dann rutsche ich ab. Ja? Ich rutsche ab. Das heißt, ich gehe nach unten. Man sagt auch, dass ich beim Klettern hinunterrutsche. Oder ich stürze ab, ja, wenn ich mich gar nicht mehr halten kann. Ja, wenn ich mich gar nicht mehr halten kann, dann stürze ich ab. Ja, ich bin abgestürzt. Oder etwas wird weniger. Ja, eine Zahl kann ich zum Beispiel abrunden. Ich kann Zahlen runden. Wenn ich 4,1 abrunde, ist es 4. Wenn ich 4,7 abrunde, ist es auch 4. Wenn ich 4,9 abrunde, dann ist es auch 4. Ja? Wenn ich nur runden würde, dann würde ich 4,9 auf 5 runden. Aber wenn ich abrunde, wird die Zahl weniger. Ich kann auch abnehmen. Wenn ich zu dick bin, dann muss ich abnehmen. Und wenn ich abnehme, dann verringert sich mein Gewicht. Die fünfte Bedeutung der Vorsilbe ab ist etwas verändern. Ja, wenn man etwas nur ein bisschen verändert, dann ändert man es ab. Ja, ich kann etwas abändern. Wenn ich es ein kleines bisschen verwende, wenn ich es ein kleines bisschen verändere. Mit der Vorsilbe ab kann ich auch signalisieren, dass sich etwas langsam verändert. Ich kann zum Beispiel etwas abkühlen. Ja? Das heißt, es wird langsam kühler, es wird langsam kälter, wenn ich etwas abkühle. Die sechste Bedeutung der Vorsilbe ab ist etwas rückgängig machen. Ja, ich habe etwas gemacht und dann kann ich es rückgängig machen. Ja, ich kann zum Beispiel eine Zeitung abbestellen. Ich habe die Zeitung bestellt und jede Woche oder jeden Tag kommt diese Zeitung mit der Post. Und dann entscheide ich mich, dass ich die Zeitung nicht mehr haben möchte. Und dann bestelle ich die Zeitung ab. Ja, ich mache meine Bestellung rückgängig.
oder ich schaffe etwas ab. Ja? Man kann zum Beispiel ein Gesetz abschaffen. Ja? Man sagt, das ist kein Gesetz mehr, dieses Gesetz gilt nicht mehr. Dann hat man das Gesetz abgeschafft. Abschaffen kann man in sehr vielen Situationen benutzen. Immer wenn etwas existiert und man möchte, dass es nicht mehr existiert, dann schafft man es ab. Die siebte Bedeutung der Vorsilbe ab ist, etwas so zu machen, wie das Stammwort ausdrückt. Ja? Wir hatten zum Beispiel das Wort abkühlen. Wenn ich etwas abkühle, dann wird es so, wie das Stammwort ausdrückt. Es wird kühl. Wenn ich etwas abkühle, dann wird es kühl. Wenn ich etwas abdunkle, ja, wenn ich etwas abdunkle, dann wird es dunkel. Ja, ich habe es jetzt abgedunkelt. Ich habe mein Zimmer abgedunkelt. Und jetzt ist es dunkel oder dunkler. Mache es mal wieder heller. So. Und ich kann auch etwas abtrocknen. Ja. Wenn ich etwas abtrockne, zum Beispiel das Geschirr. Ja, ich habe das Geschirr gewaschen und dann trockne ich das Geschirr ab. Und dann ist das Geschirr trocken. Die achte Bedeutung der Vorsilbe ab. Mit der Vorsilbe ab kann ich auch etwas verstärken. Ja, ich kann etwas stärker ausdrücken, indem ich die Vorsilbe ab hinzufüge. Ich kann, wenn ich Auto fahre, zum Beispiel bremsen. Ja, ich bremse ein bisschen. Oder ich kann abbremsen. Wenn ich abbremse, dann heißt das, dass ich die Geschwindigkeit ganz stark verringere. Oder dass ich sogar anhalte. Wenn ich abbremse, dann werde ich entweder sehr langsam oder ich bleibe sogar stehen. Ja? Und es passiert ganz plötzlich. Dies waren die 8 Bedeutungen der Vorsilbe ab. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und ich hoffe, du hast etwas gelernt. Wenn dir meine Videos gefallen, dann wird dir die Authentic German Learning Academy noch mehr gefallen. Schau doch mal vorbei. Im Abspann jedes Videos gibt es die Links und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!